sagen, ich freue mich wirklich sehr auf die nächste Stunde mit dir. Mein Name ist Marcel, ich bin hier bei Schminke International Sales Manager und darf USA, Mittel- und Südamerika und Australien, Neuseeland betreuen. Aber jetzt auch den Gries in seine Session leiten. Und als wir uns im letzten Jahr kennengelernt haben, die Urkunde übergeben durfte, die Stunde, die wir zusammen hatten, hat mir wirklich richtig viel gegeben. Und ich freue mich jetzt, diese Energie in der nächsten Stunde nochmal zu erleben. Und dir auf Instagram zu folgen, ist eine große Freude. Und deswegen freue ich mich, dir zuzuhören, die Farben, dich, die Farben und alles drumherum live zu erleben. Und wir würden dich jetzt einfach live stellen und erstmal dich so lassen. Wir würden unser Video, unseren Ton jetzt ausstellen und dann the stage is yours. Okay, vielen Dank für das nette Intro. Und für den Wohl, also erstmal selber bist du natürlich auch wunderschön, aber du hast natürlich Schwierigkeiten vor diesem Hintergrund, ne? Also ich weiß ja, du weißt es, aber du weißt, dass 99% aller Leute, die das gerade sehen, dass das in Herzrhythmusstörungen enden könnte, was da alles zu sehen ist bei dir, das ist ja ein herrliches Bild. Da würde ich einmal durchrennen wie bei Pac-Man. Ich bin bereit, hier steht alles, Wasserpinselfarbe, Papier und eine Kamera, die von oben filmt. Ja. Sehr gerne können wir switchen. Perfekt, dann machen wir das. Dann ziehe ich das mal hier ein bisschen näher ran. So, jetzt will ich hier ich gucke nur mal schnell, genau, perfekt. Jetzt sehe ich es nämlich auch groß. Ich habe in der letzten Zeit ja gelernt, kaum noch aufs tatsächliche Blatt zu gucken, sondern hauptsächlich auf den Monitor, auch beim Malen, also bei den ganzen Live-Sessions. Und ich habe mir mal vorgenommen, hier, keine Zauberei, das ist der Neuner, der offensichtlich kein Neuner mehr ist, sondern der ist vollgeballert mit allen Farben, die ich sicher brauche. Und hier sind Farben, die ich austeste, ob ich was brauche, wie sie mit den anderen Farben korrespondieren und so weiter. Hier schmiere ich mir mal so ein bisschen was hin, ne? Sieht man, glaube ich, noch. Hier ist zum Beispiel Ultramarin Französisch für The Granulation und so weiter. Und hier ist auch noch mal ein bisschen grün, das hat sie leider nicht mehr reingeschafft und manchmal noch ein bisschen schwarz. Schwarz benutze ich recht selten, hauptsächlich in Skizzenbüchern für Sketches. Für richtige Aquarellmalerei wissen wir ja Bescheid, ist schwarz nicht die schlauste Wahl. Da habe ich hier Neutraltinte neulich aufgefüllt. Ist also wirklich, die Farbe brauche ich richtig viel. Was ist hier noch drin? Wer da interessiert ist, welche Farben das genau sind, der wird für immer unschlau bleiben. Nee, ich kann es ja mal versuchen. Zitronengelb, Cadmiumgelb, Lasurgelb, wichtig, ja. Weiß, Gouache-Weiß, China-Kridon, Lasur-Orange, weiß ich nicht, welches ist gerade. Lichter Ocker, Lasur-Umbra, Umbra gebrannt, ganz, ganz wichtig. Alizarin Karmesin, schöne Farbe, schöner Name. Lasur Grün, Ultramarin, Perylengrün, hat sich in mein Herz gekämpft. Schönes Dunkelgrün, schwer zu mischen, beziehungsweise aufwendig zu mischen, Dunkelgrün, und braucht man so oft für alles Mögliche an Bäumen und Büschen und so weiter. Deswegen in den Kasten gekommen. Wie gesagt, Neutraltinte, Indigo, Classic und Zoelin. Koelin, Zoelin, auch eine Frage, die nie beantwortet wird. Ich glaube Zoelin, aber wer weiß das schon. So, und das ist mein Kasten. Mehr benutze ich heute nicht. Ganz zum Schluss werde ich noch zwei, drei Sachen mit den Drops machen, auf dem weißen Papier. Und danach mache ich noch was auf dunklem, auf getöntem Papier, auch mit den Drops. Da gibt es nämlich einen kleinen Trick. Und ich dachte mir, ich mache mal das, wo ich mir am sichersten bin, und mal als erstes, vielleicht noch ein Füllerchen hier, wäre ganz gut. Wie hört er sich an? Schon fast leer. Wie hört der sich an? Ganz leer. Wie hört der sich an? Havarie.
Ah, der ist gut. Den nehme ich. Es ist ganz merkwürdig. Ich kann weder Kommentare lesen, noch kann ich jemanden hören. Es ist so wie Gries, du machst jetzt gleich einen Livestream und dann ist so Internet aus und keiner guckt. Ich würde hier wahrscheinlich stundenlang sitzen und malen, aber ich mache jetzt einfach weiter. Also, fangen wir mal an mit so einem ausgedachten. Na, wirst du mal bitte scharf hier? Das wäre ganz schön. In dieser Stelle hier. Ja, na, kommt gleich. Hat letztes Mal auch ein bisschen länger gedauert. Weiß ich auch nicht wieso. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Da. Ich höre ja auch nicht nur, weil ich. Es wird immer wieder unscharf. Okay. Nur weil ich. Nee, anders. Ich denke ja auch immer wieder über die Inhalte nach aus meinen Kursen. Also offensichtlich wird es immer wieder kurz unscharf und dann wieder scharf. Ich glaube, damit können wir leben. Ja, so, ne? Ja, ich denke halt oft über die Inhalte nach und wie ich die verbessern kann, optimieren kann und so weiter. Und mir ist neulich aufgefallen, dass ganz viele, die Porträts lernen wollen, sagen dann immer so, ja, und dann probiere ich das mal, dann setze ich mich mal hin und mal ein Porträt und oder nee, fangen dann mit dem Thema Porträt an und sind da schon ganz, ganz verkopft. Und dann sagen sie, ja, jetzt fange ich damit an und so. Und legen sich dann eine Vorlage hin, Stift, Quatsch, ein Foto. Und dann fangen die an zu malen und machen sich das so schwer, weil sie die ganze Zeit vom ersten bis zum letzten Strich wollen, dass diese Figur natürlich Ähnlichkeit mit der Vorlage hat. Und ich weiß, nee, anders. Ich glaube, der Grund, warum ich lockerer Gesichter zeichne als manche, ist, weil ich während meiner Übungsphase, also die letzten 30 Jahre, viele Gesichter, viele fiktive Gesichter gemalt habe. Wartet mal, das gefällt mir nicht. Warum wird denn das so unten? So, wo ist dann wieder scharf? Ja? Eben keine Vorlage hatte und eben nicht mich bremsen konnte und sagen konnte, hey, der Mund sieht gar nicht so aus, sondern ich habe rumprobiert. Und ich finde, das ist vielleicht ein ganz guter Tipp. Fiktive Gesichter. Das muss nicht immer gleich ein Gesicht sein, das auch noch jemanden ähnlich sieht. Ein gutes Porträt kränkelt nämlich, Quatsch, nee, ein Porträt kränkelt nämlich irgendwie immer an zwei Seiten. Also entweder an der einen oder an der anderen. Entweder es ist cool, gut, spannend, toll, klasse, bravo, was auch immer. Gut gemalt, spannend gemalt oder ähnlich. Ja, beides auf einmal. Sehr, 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 sehr selten. Sehr, sehr selten. Entweder sagt man, ja, ganz geil, hier schön locker gemalt und oh, herrliche, ja, herrliche Strukturen und so weiter. Und dann sieht man aber, ach so, das soll der sein. Naja, das sehe ich jetzt nicht. Und dann gibt es Bilder, die sehen halt wahnsinnig ähnlich aus. Ich verweise da immer auf den Breitscheidplatz hier bei uns am Zoo, da kann man sich so hinsetzen und so zeichnen lassen, ne? Für, keine Ahnung, 15 Euro oder so. Und dann setzen die sich hin und zeichnen so eine Bleistiftzeichnung von dir und die sehen aus wie Porträt, Quatsch, wie Passfotos schwarz-weiß kopiert. So, ich setze jetzt hier meine Vorderstirn hin. Ja, und die sind halt super ähnlich, da funktioniert irgendwie alles, aber die sind so seelenlos und so langweilig. Deswegen glaube ich, dass eins von beiden eigentlich immer nur geht, außer man hat gerade einen Riesenwurf gelandet. Es kommt wirklich sehr, sehr selten vor, dass man sagt, es ist cool gezeichnet und es ist auch noch die Person. Kommt meiner Meinung nach selten vor, beziehungsweise bei mir nicht so oft. Kann ja sein, dass es bei ausgebildeten Porträtmalers immer so ist. Wäre eigentlich ja auch ganz ratsam, aber bei mir jedenfalls nicht. Er hat jetzt ein bisschen große Augen, sind auch ein bisschen weit auseinander. Aber man sagt ja hier so Fenster zur Seele und die ganzen Floskeln. Also scheint dann das Auge eine gewisse Berechtigung zu haben. Und dann können wir es auch ein bisschen größer heute noch machen. So, wenn wir wissen, dass es zu groß war, ist ja schon mal die Hälfte getan. So. Ein Kinn hat er anscheinend hier noch. Vielleicht nur hier noch ein bisschen. So. Das passt da noch drauf. Ja. So, ich will jetzt nicht allzu viel zeichnen. In der letzten Zeit zeichne ich wieder ein bisschen mehr. Ein paar Tonwerte mache ich mit der Zeichnung schon dazu. Aber heute geht es ja mehr um die Farbe. Deswegen versuche ich, das meiste über die Farbe zu klären. Es ist schon für eine Vorzeichnung
Sieht ganz anders aus auf dem Display als hier bei mir, witzig. Für eine Vorzeichnung ist es schon fast zu viel, auf jeden Fall genug. Hier machen wir noch was hin und dann hat er vielleicht noch, das machen wir mal so, ich will das hier noch ein bisschen abgrenzen. Hier sowas zum Beispiel, das kann man natürlich auch mit einem super dünnen Pinsel machen und viel Geduld und so, aber ich mache das jetzt hier schon mal mit einer Linie. So, jetzt können wir dem doch hier mal langsam in die Augen gucken und sagen, das geht. Okay, da ist er. Das ist der Typ für heute. Der kriegt nachher noch ein... Mache ich dem Hals, dass der nachher hier so ein bisschen... Ja, machen wir dem noch schnell den Hals. So... Riesenaugen. So. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen zurückhalten, weil sonst würde ich hier noch ganz viel zeichnen oder ganz viel, aber ein paar Tonwerte mit Zeichnung machen, mit Schraffuren. Aber das machen wir heute nicht. Ich werde euch mal hier, weil das hier jetzt auch natürlich kurz trocknet, das hier kann ich ein bisschen hinschieben. So, so. Den Kasten hier noch hin. Den Kasten nehme ich jetzt aus dem Bild raus, nicht erschrecken, aber ich hole quasi die Farben wieder rein. Und zwar Hautfarbe, beziehungsweise eine Hautfarbe. Packe ich mal hier hin. Sieht man genug, ja, sieht man. Lichter Ocker, da. Standardsortiment und ein kaltes Rot, Alizarin Karmesin. Kaltes Rot heißt ein Rot mit mehr Blauanteil als mit Orangeanteil, also es geht eher ins Rot, ins Lila, leicht, als ins Orange. So, und die beiden Farben zusammen ergeben Haut, also jedenfalls ein Hautton. So, hier vermische ich mal. Aha, so, ein bisschen mehr Rot, sowas. Ich glaube, da sind Hauttöne bei. Dann kann man mal näher rangehen. Da wird schon was bei sein. Und jetzt wieder unscharf. Ah, schaut mal, ich lese dir gerade was in den Dings. Manueller Fokus ist hier nicht an. Also kann ich gar nicht anstellen. Wartet mal, ich probiere es. Aber sowas gibt es hier nicht. Und schon gar nicht, wenn ich bei Zoom reingehe. Nee. Weil ich bin ja nicht über meine Kamera drin. Bei meiner Kamera gibt es das. Aufs Blatt fokussieren, Autofokus aus. Jawohl, geht aber nicht. So. Okay. Ich nehme jetzt die hellste Hautfarbe. Aquarell bedeutet ja klassisch, dass wir, ich mische mir hier das nochmal zusammen, damit ihr das seht, dass ich das auch wirklich nur von hier nehme. So. Und ich nehme jetzt die hellste Hautfarbe. Und wenn ich ganz pfiffig bin, dann weiß ich, dass hier oben auf der Nase so ein heller Fleck leuchtet. Den markiere ich jetzt hier. So. Ja. Und die Augen... Neuerdings mache ich die auch, lasse ich die auch gar nicht mehr so weiß, aber machen wir erstmal mal, lassen wir die mal erstmal weiß. Und vielleicht ist hier noch ein heller Punkt auf dem Kinn und ganz vielleicht hier noch. Und der Rest kriegt Farbe. Hier ist die Farbe, da, ich nehme noch ein bisschen mehr Wasser, weil es ganz schön dunkel ist. Und das male ich erstmal alles aus. Ich male tatsächlich aus. So, mal hier ein bisschen runterziehen, auch hier über die Lippen rüber. So, so, so. Kriegen wir hier ein bisschen Haut hin. Hier ist mein ausgespartes Stück. Das lasse ich ausgespart. Hier auch. Und hier auch. Nehmen wir noch ein bisschen Wasser. Ach, hier ist ja genug noch. So, so. Und hier gehe ich noch näher ran. Ein bisschen aufpassen. So. So, und jetzt seht ihr ja, dass diese, vor allem da oben auf der Stirn, diese weiße, der weiße Fleck hier sehr hartkantig ist. Das mache ich mit einem sauberen Pinsel, weiche ich ein bisschen auf. So, auf der Nase, das lasse ich, beziehungsweise weiche ich es auch ein kleines bisschen auf, aber nicht so doll. Ich will eigentlich nur, dass der Fleck ein bisschen kleiner wird. Ich glaube, so lasse ich ihn. Und hier, ja, habe ich mir schon was gedacht, braucht man gar nicht. So, und jetzt, wie kriegt man so eine Farbe dunkler? Noch haben wir, es ist recht einfach, weil wir einfach nur die Pigmentstärke erhöhen, quasi. Aber irgendwann, ich mache mal hier unten, seht ihr, das ist schon ein bisschen roter, also kommt hier noch ein bisschen, so.
ein bisschen lichter Ocker dazu. Weiter unten ist die Figur dunkler, das heißt, das ist hier eigentlich auch alles okay. Und jetzt ist hier, kommt natürlich auch aufs Papier an, sind schon ein paar Stellen überraschend getrocknet. Finde ich ja wirklich sehr überraschend, aber arbeite ich jetzt mit. Und zwar nehme ich mir hier diese dunkle Farbe und jetzt kommt es darauf an, wie viel Zeit man hat. Wir werden jetzt immer dunkler. Wir haben jetzt eine Hautfarbe hier, das ist quasi ja, die Grundierung für den guten. Wir haben sogar schon zwei, drei Highlights gelassen, also in die andere Richtung, in die hellere. Aber wir müssen jetzt ja die Haut und die ganzen Gesichtsgeschichten hier hinkriegen. Und damit, meine Güte, dabei dürfen wir nur dunkler werden. Heller geht ja nicht mehr. Bei Aquarellfarben, die klassischen, richtigen und guten, nehme ich nicht wirklich decken, sondern man malt von hell auf dunkel. Hier mache ich schon mal ein bisschen Rot rein, damit er auch Lippen hat. Und wer mich kennt, weiß, dass ich Rot in Gesichtern liebe. Deswegen übertreibe ich das auch gerne. So, und sage zum Beispiel, dass Ohren immer so rot sind. Ja, die sind knallrot, ich weiß. Warte kurz. So, hier auch knallrot. Hier klaue ich mir ein bisschen knallrot wieder raus, packe das nochmal hier in die Nase rein. Und auch hier ist so rot. Und hier vielleicht auch nochmal. Und ihr seht, wie schnell die Farbe hier sich mit dem, weil es hier tatsächlich noch nass ist, mit den anderen Farben vermischt und heller wird. Deutlich heller. Unter den Wangenknochen. Da, wo man sich Rouge ranpackt, packen wir ihm ruhig auch noch was hin. Und wenn jetzt hier so eine harte Kante entsteht, dadurch, dass das Papier schon trocken ist, kann man hier auch wieder das alles schön aufweichen. Immer wieder Farbe rauf, gucken, wo kann ich aufweichen, wo kann ich das Harte stehen lassen, weil es mir schon gefällt. So, und jetzt haben wir hier eigentlich genug Rot drin. Schaut mal, das Rot, das ich hier reingeschmissen habe, ich mache es mal nochmal, ist fast wieder weg, löst sich nicht auf, aber es ist dann irgendwie, vermischt sich mit dem Rest sehr, sehr doll. Vor einer halben Minute waren die Ohren noch knallrot. Langsam aber sicher kommen die an einen Ton ran, den man, da kann man sagen, das geht klar. So, also weiterhin rot, weil ich hier oben auch noch ein bisschen rot an der Seite haben will. Aber jetzt geht es, glaube ich, schon los mit Schatten im Gesicht. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen an der Seite einigermaßen alles gebaut, was zu bauen ist mit so Hauttönen. Das ist hier ein bisschen hart, das mache ich noch weicher hier. Ja. Ja. Und jetzt hier auch kommt Schatten. Und der Schatten funktioniert folgendermaßen. Hier nochmal unsere beiden Farben für die Haut. Da wird sehr viel Rot, habe ich genommen. Also man könnte sogar sagen, zu viel. Also noch ein bisschen lichter Ocker rein. Jetzt habe ich zu viel lichter Ocker genommen. Jetzt kommt nochmal Rot dazu. So, ja, sieht gut aus. Und jetzt kommt als Nummer 3 ins Spiel Standardfarbe, also im Standardsortiment. Und das zu Recht ist ein Blauton, der sich da nennt Ultramarin. Da ist er. So. Und den nehme ich und den vermische ich hiermit so ein bisschen. Schaut mal. Aha. Viel zu blau noch. Ja. Also. Die anderen beiden Farben dazu. Ein bisschen weniger lichter Ocker und ein bisschen mehr Alizarin. Mal gucken. Ah, ja. So. Ein schmuddeliges Lila. Und das nehme ich jetzt für Schatten. Ganz wichtig ist, in so einem Gesicht sind hier bei den Augenhöhlen, es ist sehr, sehr dunkel. Da mache ich jetzt auch Schatten rein. Ich sehe gerade, nicht mal das reicht mir hier an Pigmentstärke. Ich brauche mehr. Aber wir probieren es erstmal zart. Ich habe ja vorhin gesagt, es kommt jetzt darauf an, wie viel Zeit man hat, ne? Wie viele von diesen Ebenen, von diesen Schichten setzen wir denn da drauf? Wie viel Zeit haben wir? Wie möchte man da arbeiten? Wenn man sketcht, versucht man das natürlich mit so wenig wie möglich. Ein Sketch bietet so wenig wie möglich an, sodass es gerade noch funktioniert. Jetzt nehme ich mir die andere Farbe noch ein bisschen dazu, weil hier will ich nicht ganz so hart sein. Ich will ein bisschen noch mehr von der Nase erkennbar machen. Ja, ich brauche dunkler. Also nochmal ein bisschen blau. Oh, ein bisschen zu viel Rot. Wieder ein bisschen blau. Ja, noch mehr. So, probieren wir das. Okay. Hier außen sind auch nochmal. Ist auch. So ein Gesicht ist nicht platt, so plain, sondern ich würde es jetzt gern biegen. Kommt euch ja ein bisschen entgegen. Das heißt, das hier und das hier ist weiter weg als das hier.
Das kommt euch entgegen und das geht nach Haut nach hinten ab. Und deswegen wird es da auch dunkler, vor allen Dingen unten und kommt weniger Licht an. So, jetzt müssen wir dem hier auch mal sein Kinn wieder zurückgeben und hier unten den Schatten mal einbauen. Das da unten ist für mich alles vom Fokus sehr unwichtig, deswegen mache ich das mal ganz weich. Da will ich gar keine irgendwie Akzente setzen. Und ihr seht, was mit den Lippen passiert ist. Schaut mal, die waren doch eben noch rot. Gibt es doch gar nicht. Also nochmal ruff. Oben dunkler. Was haben wir denn hier? Können wir auch mal hiervon noch was nehmen? So, oben Oberlippe dunkler. Aha, okay. Auch das Rot in der Nase hat sich mit den Rest der Aquarellfarben angefreundet und sind ein bisschen um die Häuser gezogen. Da ist es wieder. So. Ihr seht, was ich mache. Ich setze immer irgendwo einen Punkt, also ich setze irgendwo Farbe hin und dann überlege ich, wie löse ich die auf, in welche Richtung. Hier ist mir zu hart immer noch, seht ihr, dann kann ich hier mit Wasser schön die Farbe wieder wegnehmen, aber da ist mir zu wenig. Ich werde jetzt in die nächste Instanz hier gehen und Neutraltinte ins Spiel holen, weil mir das hier nicht dunkel genug wird. So, uiuiui, sieht richtig schwarz aus für euch, wird aber auch relativ hell, wieder wenn sie getrocknet ist. Ja, das ist gut, das ist okay. Hier unterm Mund ist auch noch ein stärkerer Schatten und hier bei der Nase mache ich auch noch ein bisschen mehr rein und hier unterm Kinn sowieso. Hier macht Aquarell den halben Job. Habt ihr es gerade gesehen? Ich habe das da einfach fast ohne zu gucken hingeschmissen. Und bin mir relativ sicher, dass das ganz gut da unten wird. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen hiervon, weil auch in den Augen ein Schatten passiert. Machen wir mal jetzt gleich. Vergisst man immer. Und deswegen sehen die manchmal so künstlich aus, die Augen. So, das ist nämlich nicht so weiß, wie man glaubt. Und noch mal rot. Und zwar hierhin, da wo der Augenfleischhafen ist. So, hier noch ein bisschen rot. In die Oberlippe nehme ich das nochmal rein. Und in die Unterlippe, um die Unterlippe kümmere ich mich gleich. Kleiner Ohrentrick, der einzige, den ich kann, ist so. Naja, hat nicht so gut geklappt. So, hier nochmal. So, reicht schon. Ihr könnt natürlich das ganze Zeugs hier auch noch andeuten, aber es sind ja nur die Ohren. Wenn ihr da ambitioniert seid, dann macht halt den 18 Jahre Ohren, offene Münder und Füße Kurs. Weiß zwar nicht bei wem, aber so, oben die Stirn, das ist ja auch noch recht farblos. Da geben wir noch mal ein bisschen Rotgeschichten hier oben so rein. So, ich glaube, dass der schon mal ganz gut aussieht. Bis auf das, dass der hier so eine rote Oberlippe hat und so eine unrote Unterlippe, das werden wir gleich mal ändern und dann zeige ich euch gleich auch mal einen Trick. Das ist jetzt natürlich ziemlich viel Farbe, aber ihr wisst, dass die auch noch ein bisschen heller wird. Und ich klaue mir jetzt hier auch noch was raus. So, mit einem trockenen, sauberen Pinsel. So, ja, könnt ihr hinhauen. Dann sind die Mundwinkel, zum Mundwinkel hin ist da so ein Mund dunkler. Mache hier auch noch mal was hin. Hier noch ein bisschen aufräumen. Ja, ist okay. Hier will ich noch eine Dunkelheit haben. Wir müssen die Nase noch ein bisschen ausbauen. Ihr seht, das ist ja eigentlich immer alles das Gleiche. Ich nehme mir dann hier, das löst sich wieder an, wenn ihr gutes Papier habt. Dass ihr gute Farben habt, wenn ihr hier seid, ist ja schon klar. Aber wenn ihr gutes Papier habt, könnt ihr hier auch die optimal nutzen. Ganz, ganz wichtig. Nö, das gefällt mir nicht. Wir brauchen mehr Pigment. Falsches Pigment. Falsches Pigment. So. Ich will, dass es hier noch dunkler ist. So, hier auch noch ein letztes Mal, hier auch noch und hier auch noch. So, okay, an der Seite noch ein bisschen und dann ist eigentlich schon mal Zeit für Haare, um mal zu gucken, wie der so wirkt. Ach so, ja, Augenfarbe, ne? Okay, wir geben dem erstmal Haare und dann entscheiden wir, welche Augenfarbe der bekommt. So, nicht mal ein bisschen höher. Das ist Lasur Umbra, hat eine unfassbare Power. Schaut mal, ist kaum, gar nicht mal so doll angelöst. Aus dem Napf. So. Trockener Strich hier rein, kriegen wir es hin. Also hier ein bisschen Licht oben, seht ihr? Schon hat er ein bisschen Licht in der Haare drin. Und jetzt
will ich hier so ein paar Haare rauszupfeln, mache ich hier mit dem Pinsel. Pinselrücken, wohin? Hier gucken so ein paar raus. Hier noch. So, reicht schon. Nur, dass man weiß, Haare. Ja, hier noch eins raus. Ja. Und hier gehe ich jetzt näher ran und da will ich auch nicht das. Na doch, will ich. Kann ich nochmal ruhig Farbe raufpacken. So. Ich will hier nicht so viel Weißglänzen haben. Dann hat er ja Augenbrauen. So. Die Augenbrauen sind ja meistens nicht so. Die sind ja noch. Würde die gerne noch ein bisschen dunkler machen, beziehungsweise abschwächen. So. Mehr nicht. Den dunklen Strich hier ziehen wir nochmal vorsichtig nach. So, okay. Haare sind unten dunkler, also hier, da wo sie anfangen zu wachsen, beziehungsweise da, wo kaum noch Licht rankommt, da mache ich sie auch ein bisschen dunkler. So, reicht eigentlich schon. Vielleicht hier noch andeuten, dass die hier nochmal loswachsen. Weiß ich nicht. Haarfarbe. Ja, ich sehe gerade, der hat einen wirklich übermotivierten Haaransatz hier. Das ziehen wir hier nochmal ein bisschen raus. So, damit es nicht ganz so hart ist. So, wir müssen ja unsere Fehler nicht betonen. Ja, ist okay. Ich würde dem hier gerne noch eine Dunkelheit geben, wird sich jetzt aber zu doll mit dem Dings vermischen, mit den Haaren. Okay, Augenfarbe. So. Ihr seht, ich versuche hier so ziemlich klassisch zu aquarellieren. Also ich habe kein Blau benutzt, ich habe kein Weiß benutzt, kein Schwarz benutzt. Das hier ist mir viel zu hart, der Übergang zwischen der Augenbraue und dem, na sagt schon, und den Haaren, Quatsch, und der Haut hier, da warte ich aber kurz, weil ich nicht will, dass das ganze Braun hier reinläuft. Da warte ich kurz. Und wenn ich mir den jetzt angucke und mit dem Knisterblick angucke, also die Tonwerte checke, dann sehe ich, uiuiui, der ist sehr, sehr dunkel da oben. Der hat auch immer noch eine komische Kopfform. Ich muss dem hier oben noch ein bisschen mehr Haare geben. Das geht so nicht. So. Hier auch noch ein paar reinfliegen lassen. So, vielleicht schon besser. Ja, und jetzt ist es, glaube ich, schon einigermaßen getrocknet da. Nehme ich mir hier wieder einen Schattenton von meinen Hautgeschichten. Hier. Sowas vielleicht. Ja. Und pack das mal hier hin. Na, seht ihr, es vermischt sich noch stark. So. Noch mehr dunkel. So, hier auch dunkel, hier auch dunkel. Ja, jetzt das, was mir hier zu dunkel ist, beziehungsweise zu hartkantig, auflösen. Jetzt können wir hier noch mit der Farbe auch noch gleich die Augenlider andeuten. Kriegen wir das hin? Mal gucken. Also ein bisschen jedenfalls. Okay. Unter die Augen auch noch. Traut man sich immer nicht, die Dunkelheit zu machen, weil dann die Leute so durchzecht aussehen. Aber dass es sowas gibt wie Augenringe, ist ja keine Lüge. So und so. Ja, und jetzt sehe ich immer noch, dass hier meine ganzen Dunkelheiten sind und überall anders zu wenig. Also hier nochmal die Nasenlöcher. Hier ist die Nasenspitze. Ja, das mache ich gleich weicher. Hier auch, so und so. Ja, er guckt traurig. Ja, er guckt traurig. Kann auch mal sein. Und hier ruhig nochmal. Ihr seht, das hier, was ich hier gerade mache, kann ich theoretisch, wie Marcel schon gesagt hat, jetzt hier auch noch tagelang machen. Irgendwann würde ich gern was trinken und was essen. Das war's aber. Das kann man hier durchexorzieren bis zum geht nicht mehr. Ihr seid irgendwann, seid ihr beschränkt aufgrund der Qualität des Papiers. Das macht halt irgendwann nicht mehr mit. Deswegen macht es auch Sinn zu wissen, was man malt, um zu wissen, welches Papier man sich holt. Mit den Farben hab ich weder gehört noch selber geschafft, kommt ihr nicht ans Ende. Also ich würde jetzt mal Schminke fragen, ob es irgendjemanden gibt, der schon so viel Lasuren von Aquarell übereinander gepackt hat, dass irgendwas nicht mehr richtig funktioniert hat. Das müsste ja eine Riesenarbeit sein. So, so und so. Ja, er sieht tatsächlich ein bisschen zerschossen aus, aber
Ist nun mal so, wa? So, bisschen rot in den Augen, macht immer Sinn. So, ja, hier oben ist mir jetzt zu hell geworden. Zweite Ebene. Am besten trocken. Vielleicht können wir es schon so lassen. Hier will ich noch ein bisschen dunkler lieber. So. Okay. Ihr seht, wie mein Pinsel aussieht. Das heißt, ich nutze das jetzt hier, um ein paar Haare anzudeuten. Nur ein paar. Ja, so. Hier können wir noch ein bisschen Dunkelheiten zusammenfassen. Hier würde ich mal sagen. Und hier. Hier können wir. Guck mal, wie das Rot weg ist. Gibt's doch nicht. So. Können wir nochmal nachröten. Ist das schön. Hier. Ja. Und auch hier. Mache ich auch nochmal. Und hier auch noch ein bisschen. Ein bisschen mehr die Nase. So. Und auch die obere Lippe ist gar nicht mehr wirklich dunkler als die untere. Also kriegt die hier auch nochmal was drauf. Kriegt da nochmal was auf die Lippe. Ja, ich glaube, da ist er. Ja, was machen wir jetzt hier mit dem komischen Hintergrund? Ist ja jetzt nicht schwer zu erraten, dass wir hier heute eine Demo machen. Ne? Das heißt, es ist wichtig, dass ihr hier was versteht und seht. Es ist nicht wichtig, noch unwichtiger als sonst ist haben. Viel wichtiger ist hier in dem Fall machen. Aber ich habe ja versprochen, dass wir hier noch einen kleinen Einsatz kriegen für die Drops. Und zwar versuche ich mal jetzt, das habe ich nicht bedacht hier leider, so hier müsste ja ein Kragen sein. Seid froh, dass das Wasser so dreckig ist, dann könnt ihr hier besser sehen gerade. So und so. Und auf der anderen Seite mache ich das auch. Schön viel Wasser, habe ich noch mehr. So. Versuche ich hier ranzugehen, ganz nah, ohne den hier irgendwie zu ärgern. Hier könnte ja noch ein Kragen sein. So, jetzt hier ans Ohr ran. Alles nass, 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 nass. Hier oben auch. Wenn sich das jetzt hier so ein bisschen vermischt, ist das nicht schlimm. Das ist nun mal Aquarell. Und wer das da ganz genau haben will, der muss halt aufpassen, dass man da nicht rankommt und immer richtig warten und nie zu früh malen. Oder man nimmt das hier mit und glaubt den meisten, dass das das Gegenteil von schlimm ist. So. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ich habe hier, ich will jetzt nicht so krass auf die Kacke hauen da im Hintergrund. Die Drops. Da sind sie. Das ist Neutraltinte. Quatsch, Neutralgrau. So. Ready for action. So. Es dürfte jetzt eigentlich nur dahin laufen, wo ich es nass gemacht habe. Und ihr seht, funktioniert. Moment, 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 Moment. Ja, geil. So, und den Rest löse ich ein bisschen auf. Kann man hier auch noch ein paar. Ich nehme hier mal was. Und auch hier noch aufpassen. So, jetzt kann man hier natürlich auch noch ein bisschen sauberer rangehen. So, und so. Die Linie mache ich auch noch sauberer. Und hier auch. Und hier auch. Da kommt schon ein paar noch. Ja, hier haben wir jetzt halt den Hintergrund da von dem Bild, was wir da, von den Farben. Kann man das hier noch ein bisschen verstecken? So. Okay, fast fertig. Jetzt mit dem schwarzen Hintergrund sieht man natürlich, dass dem hier auch noch ein paar Geschichtchen fehlen. So, und zwar, da habe ich jetzt keine Lust. Ich gebe dem hier nochmal eine vernünftige Pupille. Achso, das war der nicht malt. Das war der andere, der nicht malt. Und das ist der andere, der nicht malt. Und das ist der malt. Ich ein bisschen stärker betonen. So, guck mal, wie wichtig die Augen sind. So, vielleicht noch ein paar Wimpern andeuten.
Ja. Und ihr seht, da immer noch viel zu weiß. Wird jetzt natürlich schwierig, weil ich da auch gerade dran war. Ich klaue mir jetzt hier was noch aus den nassen Drops. Moment, hier. Bestimmt zu viel. Nee, ist gut. Ja, das kleine bisschen ist es. Sieht man den Unterschied? Ich hoffe. Hier unten auch noch ein bisschen. So. Okay. Hier Schatten ist auch okay. Noch ein paar Unreinheiten. Dazu nehme ich, haben wir hier noch was davon? Das wäre ja schön. Das ist, es kommt noch was da. Ich habe auch keinen Platz mehr, um es hier zu zeigen. Caput Mortuum. Und das gleiche ich jetzt so lange an, bis ich irgendwas habe, also mit Rot und lichter Ocker, was so als Hautton durchgehen könnte, jedenfalls als roter Hautton. Und damit mache ich noch was. So, hier noch ein bisschen. Hier auch noch eine Stelle. So, ein paar Unreinheiten. Ein bisschen viel. So, das nehme ich ihm hier wieder weg. Das ist gemein. So. So, unten auch noch mal. Ihr denkt jetzt wieder, oh mein Gott, das ist viel zu viel. Aber wartet, bis es trocken ist. Das wird man gleich nicht mehr so krass sehen. Ich will hier noch ein bisschen Schatten rein haben. Kann ich mir hier noch klauen, wa? Ja. So, langsam, aber sicher wird das. Oder ist das? Da unten sieht es jetzt ganz, ganz komisch aus. Hier, sauber machen. Und ja, das ist ein Gesicht, wie man unschwer erkennen kann. Ein Gesicht. Hier noch ein bisschen Struktur rein, trockener Strich. Na, komm, nur ein bisschen Haare hier noch. So, geht das? Ja. Und das noch ein bisschen, ich gucke es mir gerade im Monitor nochmal an. Hier, das ist natürlich viel zu hart. So. So. Mein Gott, ich kann ja auch nicht aufhören. Hier noch und hier noch. Jetzt aber Schluss. Das ist erstmal ein Gesicht, ein Kopf. Der hinten, das gefällt mir nicht. Das ist mir viel zu. Wir sind so, die Ohren sind nicht so teuer geworden. Aber was soll's. Ich hoffe, das, was ich zeigen wollte, konnte ich damit zeigen. Hier werde ich auch noch ein bisschen sauber machen, ein bisschen weicher machen. So und so. Aber das ist erstmal ein Gesicht. Das ist, was ich euch zeigen wollte. Die Aqua Drops habe ich genommen, seht ihr, für große Flächen nehme ich die ganz gerne, für satte Flächen. Wie lange hätte ich jetzt hier am Napf rumgerieben und mir irgendwo in meinen dreckigen Kasten hier versucht, die Farbe anzumischen, ist gleich drin, volle Pulle. Den zweiten Einsatzbereich für mich von den Aquas, den zeige ich euch jetzt. Moment. Ich habe hier, jedenfalls sollte ich, hier, brand new und richtig geil. So, und zwar wollte ich euch zeigen, was man mit dieser Eindrop-Farbe hier hinkriegen kann. Moment. Ja. Opaque White. Weiß. Und zwar deutlich deckender als Aquarellweiß. Und was mache ich damit? Ich werde mal eine kleine Zeichnung machen. So. Eine Zeichnung machen. Hier. In dem Bereich. So. Und der Bereich, das Bild hat einen Horizont. Und das Bild hat einen Baum. Und hier vielleicht noch so Gebüsch. Ein schönes Gebüsch hinter dem Baum noch. So. Auch noch. Und das war's. So. Mhm. Und zwar mache ich Folgendes.
Ich erhöhe. Weiß. Jedes Mal, damit ich hier besser mit dem Pinsel rankomme. Ah, hier ans Gebüsch ran. So, jetzt habe ich hier unten mein Weiß liegen. Und wie man so weiß, soll ja ein Himmel nach unten hin heller werden. Jedenfalls der Bilderbuchhimmel. So, ein bisschen vermischen hier noch. Und jetzt nehme ich Horadam Aquarell Zuelin. Da ist es. Und das Schöne ist, dass man die beiden hier hervorragend miteinander vermischen kann. Seht ihr das? So. So, und schon ist hier nämlich ein hellblau, aber ein deckendes. Jedenfalls hier unten an den Stellen, wo es deckend sein soll. Da. Deckt auf dem dunklen Papier. Ziehe ich hier noch ein bisschen hoch. Da kommt ja sowieso gleich noch der Baum hin. Hier auch. Und oben kann ich das auch pur nehmen, weil da soll es nicht mehr so decken. Kann es aber auch ein bisschen blauer sein. So. Und so. Ja, richtig. Wer gut aufgepasst hat, ich hätte natürlich auch hinter dem Baum schon malen können. Weil man ja auch ein bisschen vielleicht durch den Himmel durchgucken möchte. Quatsch, durch den Baum. Aber habe ich nicht. Moment, wo lege ich mir das hier hin? So, ein bisschen weiß habe ich mir hier nochmal geholt. So. Und jetzt kann ich auch mit dem Weiß hier auch noch eine Wolke reinbauen. Oder vielleicht hier oben noch eine hinterm Baum. So. Und hier hinten mache ich es auch noch ein bisschen heller und hier auch. Ich habe jetzt hier einen opaken, also einen deckenden auf dem dunklen Papier weißen hellblauen Himmel. Sieht schon okay aus. Man weiß, was da los ist, was ich meine, aber deutlicher wird das, wenn ich das hier mache. Moment. Bitte, Moment. Das sind, achso, hier steht es alles. Das hier war Aqua Drop Weiß und gemischt mit Aquarell Horadam. So, und jetzt nehme ich mir hier mal ein Grün und gebe dem Baum mal seine Farbe, die ihm gebührt, so, und dann male ich hier noch ein paar Blätter hin. Aufwendig. Moment. Bisschen mehr. So. Ja, ein dunkles Grün noch rein. Hier. So. So, und auch davon können wir ruhig noch mal ein paar. So, jetzt nehme ich mir eine dunkle Farbe, weil der Stamm ja dunkel ist, und zwar ein dunkles Braun. Hier, so, runter und hier hin. Okay, Grün hätte ich ja gar nicht wegschmeißen brauchen, aber da bin ich nicht organisiert genug für. Muss ja hier auch noch alles grün werden. Hier kann sich ruhig mit dem Stamm vermischen. Hier und hier. So. Hier habe ich mich nicht getraut, ranzumalen. Habt ihr gesehen? Ja, was mache ich denn jetzt? Vielleicht reicht es, wenn ich so ein bisschen Blau hier nehme. Na doch. Ah, man sieht es. So. Okay. Und hier vorne ist Land, Weg, Feld, was auch immer. So, schmeiße ich da noch ein paar Dunkelheiten rein. So,
Und hier, damit der Rand nicht so hässlich ist, den sieht man hier gerade so. So, mache ich noch ein paar Blätterchen hin. Ja. Na, noch mehr. Hier. Was ist nur los? Ja. So, das muss dunkler werden hier, Steig. So. Ja, oder? Ich kann also jede Farbe, ich probiere es mal hier mit den Grundfarben, die ich hier so habe, oder das, was am nächsten an die Grundfarben rankommt. Ich habe hier Gelb, hier ein Rot und ein Blau. Und hier Aquadrop White. Und mit diesem Aquadrop White könnt ihr jede Aquarellfarbe, die ihr habt, hier deckend machen. Deckend, natürlich sehr viel heller und pastelliger, aber ist nun mal so. Aber deckend. Und das ist auf getöntem Papier. Der Shit. Moment, hier noch ein bisschen mehr Rot. Rot, 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 Rot. Und das müsste jetzt hier ein deckendes Rosa werden. Rosé, ja, schaut mal so. Und als letztes das Gelb ist hier mit dem Gelb von hier vermischen. So. Das ist ein kleiner Tipp von mir, wie ihr diese Aquadrops nutzen könnt, beziehungsweise das Aquadrop White. Hier für den Himmel und in Kombination mit Aquarellfarben ziemlich pfiffig. So. Seht ihr das schon? Ja. Wie langweilig. Ja. Ja. Na, das ist so ein Knaller, oder? Das läuft gut. Meine Lieblingsfarben bei den Aquadrops sind Krabbrot, ganz geil, Olivgrün, ganz geil und, ich glaube, mein heimlicher Liebling, Bernstein, Baby. I love those twos, those three. Ja, schaut mal, ich glaube, oh, ist eine international anerkannte Abschlussformel. Naja, doch, hier kann ich mir da was klauen. So. 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 Ich verabschiede mich mit dem Dude hier. Ja, das war Nummer 1. Oh, guck mal, wie der jetzt aussieht. Ist noch nicht ganz trocken. Aber guck mal, was für schöne Effekte hier passiert sind. Kann ich, hätte ich niemals planen können. Da. Herrlich. Auch hier ist immer noch nicht ganz trocken. Hier ist richtig dick Farbe. Das ist richtig schönes, sattes, ja, schwarz und so weiter. Dann hatten wir hier nochmal kurz auf getöntem Papier. Da, Grundfarben, opak, deckend bekommen. Und ich habe gesagt, ciao und arrivederci. Hier können wir noch ein bisschen aufräumen. So, naja. Ich bin ja kein Letterer. Ich bin ja kein Letteraner. Martin Lether, sondern ich mache das, was ihr gesehen habt und das mache ich gerne und das hat mir auch mit euch wieder Spaß gemacht, obwohl ich, na doch, ab und zu konnte ich hier mal ein paar Kommentare lesen, aber vielmehr auch nicht. Ich sehe auch, dass Marcel sich wieder positioniert hat. Ja. Ja. Herzlichen Dank. Also es ist eine große, große Freude, dir zuzuhören. Dir zuzusehen ist einfach geil. Also sorry, wenn ich so sage, aber mega. Danke dir. Alleine,
wenn ich einen, also ich bin kein Künstler, aber wenn ich einen Kugelschreiber in die Hand nehme, kommt Mist raus. Wenn du einen Kugelschreiber in die Hand nimmst, selbst einen Kugelschreiber, kommt irgendwas mega Cooles raus. Und das ist, was du in deiner Hand hast und was du mit den Farben machst, ist Weltklasse. Und wir freuen uns, dich im Team Schminke zu haben, als Markenbotschafter. Und Markenbotschafter bringen die Message rüber, und du, es kann keiner besser wie du. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und ich bin auch super gerne bei euch und auch super gerne der Markenbotschafter. Auch wenn manche mal sagen, was ist denn das da eigentlich, was soll das denn und wie macht man das und so. Ich bin Fan seit meinem ersten Kasten. Seit ich glaube, 10 habe ich meinen ersten Kasten und habe da immer Schminke gelesen. Und, das ist ja dann noch nicht so lange her, oder? Das war Mittwoch. Und seitdem bin ich Fan. Und als wir das erste Mal kommuniziert haben und ich bei euch war und ich das erste Mal auch mal eine Farbe bekommen habe und Jobs und was wir jetzt alles so alles schöne Sachen zusammen machen, habt ihr mich sehr glücklich gemacht. Und ich freue mich, wenn ich euch auch ein bisschen glücklich machen kann. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz viel. Und wir freuen uns alle auf zukünftige Projekte mit dir. Und es gibt noch viel zu tun. Wir haben viele Ideen. Du hast noch viel mehr Ideen. Und wir freuen uns, das zusammen mit dir gemeinsam anzugehen. Und vielleicht zum Abschluss nochmal. Du hattest viele verschiedene Lieblingsfarben, aber was ist so in einer Kernbotschaft das, was du bei Horadam so gut findest, oder was ist das, was noch besser zu machen ist, und gleich ist auch für die Aquadrops? Also ihr macht es ja schon hunderte von Jahren und jetzt komme ich daher, weißt du, jetzt bin ich ja wirklich, das fühlt sich an wie seit Mittwoch, und dann komme ich und sage so, ja, hier, das eine Rot ist ein bisschen zu rot oder so. Also ich sage immer, wenn ich gefragt werde, das Überzeugendste ist nicht nur, dass einzelne Farben halt wahnsinnig qualitativ sind, sondern das gesamte Sortiment. Du kannst halt nichts falsch machen. Wenn du dir eine Horadam-Farbe holst, kannst du nichts falsch machen. Und wenn du dir die nächste Farbe auch aus dem Horadam Sortiment holst, dann hast du ein System, das untereinander funktioniert und immer die besten Qualis hat. Vielleicht gibt es irgendwo mal einen Farbton, wo man mal liebäugelt woanders oder so, aber das ganze System funktioniert und ist geschlossen und ist, ja, perfekt gibt es nichts, aber mir fällt nichts ein, was ich am Horadam verändern würde. Wir haben aber über was gesprochen, aber das müssen wir nochmal in Ruhe besprechen, was passieren könnte noch. Und bei den Drops, da habe ich Gott sei Dank, wie soll ich sagen, habe ich einen Einsatzbereich gefunden, den ich mit nichts anderem bedienen kann. Und zwar auf Leinwänden male ich mit den Dingern ganz gerne, weil man die überraschend gut wieder wegziehen kann aus der Leinwand raus und sie aber trotzdem im Gegensatz zu normalen Aquarellfarben auf Leinwand irgendwie ganz gut funktionieren. Also es ist fast wie auf Papier arbeiten und deswegen sind hier auch die meisten schon, das ist noch, sind schon recht alle, weil ich dann natürlich großzügig da auf große Leinwände male. Und ansonsten, Power ist mir auch erst letztes Jahr aufgefallen, wie wichtig das ist, beziehungsweise klar wusste ich das schon, aber deutlicher wurde das mir. Ich habe so 2-3 Poster gemalt für den Laden vorne und irgendwas hingeschrieben. Und dann habe ich das mit irgendwelchen Stiften gemacht oder mit irgendwas, also gar nicht gemalt, sondern, und dann habe ich gesehen, nach 3 Monaten kannst du auf einmal ein paar Buchstaben fast gar nicht mehr lesen. Aha, Lichtechtheit. Ist also nicht ein Thema, das man sich innerhalb von 100 Jahren angucken sollte, sondern vielleicht auch schon 10 oder ein Jahr. Und es gibt ja so flüssige Aquarellfarben, aber es gibt, glaube ich, keine, die lichtecht sind. Deswegen ist das natürlich ein großer Pluspunkt. Und das wird für mich, ich werde ja auch älter, immer wichtiger. Ja? Irgendwann bin ich nicht mehr da, dann will ich, dass wenigstens noch ein paar Farben, ein paar Bilder noch da sind. Das ist sehr cool. Ja, und gerade das ist sehr wichtig für uns, und deswegen ist auch unser Labor immer da und versucht, dahingehend das Beste aus den Pigmenten und in der Kombination mit der Cumarabicum eben das meiste rauszuholen. Du hast vom System, von der Technik gesprochen.
super Granulation Colors. Noch einen kurzen Kommentar von deiner Seite dazu. Wie findest du die? Wie ist da dein Gedanke? Ich bin wahnsinnig froh. Du siehst ja hier meinen Kasten. Ich habe immer mindestens zwei Farben, mit denen ich ein Grau mischen kann. Also in dem Fall ist Caput Mortum und Ultramarin Französisch, weil ich immer bestimmen will, ob was granuliert oder nicht. Und die Supergranulierenden haben halt, die, wie soll ich das sagen, überreizen ist falsch, führen das noch fort, was Aquarell ist, und zwar Zufall. Man hat ja bei Aquarellmalerei so viel Zufall, den man zulassen muss, und der wird noch größer durch dieses Supergranulieren. Du bemalst quasi, malst einen Hut, malst den aus mit einer Farbe und dann ist der einfarbig. Oder du malst ihn aus mit Aquarell und dann gibt es so Strukturen und Fleckchen. Oder du malst ihn aus mit Supergranulieren, da passiert dann in den Strukturen und Fleckchen noch was. Ich bin sehr begeistert. Ich habe sie auch schon alle getestet und ich weiß nur noch nicht, wie ich es machen soll, ob ich mir noch einen zweiten Kasten machen soll, weil es jetzt, glaube ich, insgesamt, wie viel sind es? Ich glaube, 15, 6, schon 20 oder so, ne? Super granulierende? Also viele. 25. Da brauche ich eigentlich einen vollen neuen Kasten, nur mit super granulierenden Farben. Gerne. Wir haben dahingehend nichts dagegen, und gerade Super Granulation jetzt mit den neuen Tundra und Wald, die ja in Deutschland ab Mitte Februar, um es genau zu sein, am 8. Februar verfügbar sind bei Gerstecker und vielen anderen danach auch. Es ist ein sehr neues Feld, was wir über Jahre jetzt ich will nicht sagen erforscht haben, aber wo wir uns mit beschäftigt haben. Und wir haben jetzt 5 Serien, mit denen wir wirklich sehr, 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 sehr positives Feedback bekommen haben. Und es macht vielen sehr viel Freude, und dieses Feedback bereichert uns sehr und ist unsere Motivation, dahingehend auch weiterzumachen. Und ich freue mich, dass du dahingehend dann auch weiter an Bord bist und mit allem, was rund um Aquarell und auch noch vieles andere, dass wir dich da als Markenbotschafter, als Künstler und als als sehr erfahrenen, ehrlichen Freund der Schminke-Familie sozusagen haben. Und ich freue mich auf all das, was wir in der Zukunft noch gemeinsam geplant haben, und hoffentlich dann auch mal wieder nicht digital, sondern auch live zum Anfassen sozusagen, und freue mich, dich bald wiederzusehen. Und falls keine weiteren Fragen mehr sind, schöne Grüße vom ganzen Schminketeam an alle. Die Grease Gang wird hier im Hause jetzt einen besonderen Platz haben. Und, wir wurden aufgenommen. Wir sind aufgenommen, höre ich gerade. Vielen Dank dafür. Wir sind jetzt Teil der Grease Gang. Also Schminke ist jetzt... Dann habt ihr mir was voraus. Mich haben sie nicht aufgenommen. Wirklich. Und meine Nichte auch nicht. Grease, ich würde das jetzt, diese Diskussion, nicht unbedingt hier führen. Ich mache das mit deinen aus, und dann... wir sind froh, Teil davon zu sein, und schätzen das sehr. Und schätzen deine Arbeit sehr und freuen uns, dich wieder bald live zu sehen. Und wünschen dir und euch allen von Herzen alles Gute, vor allem viel Gesundheit in diesen schwierigen Zeiten. Bleibt gesund. Ich bin mir sicher, dass Grease immer eine Inspiration ist, selbst für mich. Aber ich bin halt meinen Möglichkeiten noch eingeschränkter. Aber ich freue mich, dass du mit so viel Motivation, so viel Energie und so viel Enthusiasmus dabei bist, und freuen uns schon auf die nächste Session mit dir. Bleib gesund. Alles Gute für euch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Marcel, an alle anderen auch. Ich küsse eure Nackensteaks. Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund. Das war mir ein Fest. Können wir morgen früh wieder machen. Alles klar.
Bis zum Kaffee morgen früh. Yes, yo. Ciao. Macht's gut.